Ja, servus liebe Zigarrenaficionados. Da ich momentan nicht so fit bin, jetzt die Woche wahrscheinlich kein Review mehr geben wird, dachte ich, mache ich kurz so Zigarren-News. Und zwar hat er Crazy Jürgen in seinem Crazy Store aus Biesingen mit Oscar Valladares ja zusammen seine Spartanus-Zigarren gemacht. Aber für dieses Jahr neuer Blend, neue Aufmachung. Super tolle Zigarren sind das. Ich habe jetzt die 2023er noch nicht gehabt, aber die alten, sehr, sehr tolles Rauchvolumen, schöne feste Asche. Sind nicht besonders komplex, aber einfach von Anfang bis Ende schön angenehm zum Rauchen. Gibt es einmal als hier Connecticut-Variante oder dunkler mit einer Maduro-Variante. So ein Geheimblend zusammen mit Oscar Valladares gemacht. Und ja, ab sofort verfügbar. Dazu gibt es natürlich den passenden Spartanus Rumlikör. Sehr, sehr lecker. So richtig Mandel-Marzipan. Dann endlich meine Asylum 10 ist da. Habe ich mich ja beschwert, dass sie seit einem Jahr da irgendwie Werbung dafür machen, aber nicht wirklich nach Deutschland kommt. Jetzt ist sie endlich verfügbar, aber für mich tatsächlich dann doch zu teuer. Klar, 10-jähriges Jubiläum. Jede einzelne Zigarre kommt in dieser einzelnen Holzschachtelbox drumherum. Plus halt natürlich die Originalkiste dann noch. Aber die dickere im 70er Ringmaß, weil Asylum ist dafür bekannt, wirklich ganz massive Zigarren zu machen. Zum Beispiel die April-Scherz-Zigarre, die April Fools, hat ein 90er Ringmaß. Und die dickere 70er Ringmaß hat, kostet 30 Euro. Da gibt es noch eine normale Toro, glaube ich, mit dem 54er Ringmaß. Die werden wir auch gleich sehen. Die kostet 25 Euro. Ist für mich zu teuer. Für eine Honduras Puro sowieso. Ja. Aber sieht ganz schön aus, hat mich darauf gefreut. Mir war klar, dass sie halt ein bisschen teurer sein wird, aber nicht so teuer. Ja, deswegen. Aus Habanos gibt es auch News. Die Open-Serie wird mit dieser Monte Cristo Open Slam erweitert. Hört mich überhaupt nicht an, die Open-Serie. Ja, und was Habanos da abzieht, interessiert mich momentan auch nicht so viel. Dennoch, Monte Cristo hat auch mit J.T. Dubon zusammen hier so ein Humidor gemacht und dann eben auch so eine L'Esprit oder keine Ahnung, was das für eine Monte Cristo ist. Sieht zumindest sehr, sehr gut aus. Erinnert an die 300 Euro Cohiba. Dann haben sie noch ein paar Regionales angekündigt. El Rey del Mundo, Grand Marshall, Juan Lopez Head Trick und La Gloria Cubana via Valencia. Wo die genau hinkommen, steht, glaube ich, noch nicht so ganz fest. Aber was sie noch gemacht haben, hier diese Metal Plate oder Gold Metal Medaille, diese Bolivar oder diese, ja, diese zusätzliche Goldschicht da, also Goldhülle, sage ich jetzt mal. Es wird auch eine neue exklusive Bolivar La Casa del Habanos Zigarre. Dann haben sie noch ein paar Zigarillos, ja, 2022er limitierte. Da ist halt meistens so dieses Sammelding, dass jedes Jahr halt diese Zigarillo-Boxen halt ein frisches Design haben. So. Vega Fina hat mit der Fortaleza 2 Serie etwas stärkere, würzigere Zigarren am Start und hier haben sie die Linie erweitert mit der Toro. Mit dem Toro-Format. Und ja, Vega Fina macht jetzt, ja, beziehungsweise läuft ja über die Fifth Avenue mittlerweile nicht mehr, über Villiger. Und der Max Rinneberg, den ich persönlich nicht kenne, der fängt ab 11. März eine Tasting-Tour an und fängt beim Zigarrenhaus Mehlrad an.